Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte der Viertklässlerinnen und Viertklässler an den Grundschulen. Mein Name ist Iris Wagner, ich bin die Schulleiterin der Grund- und Oberschule Bispingen. Und Corona-bedingt können wir in diesem Jahr natürlich keinen Präsenzinformationsabend durchführen, aber deswegen haben wir uns dazu entschlossen, einen virtuellen Informationsabend zu gestalten in Form von zwei Videos. Im ersten Video informieren wir Sie über die verschiedenen weiterführenden Schulformen und Übergangsmöglichkeiten und Abschlüsse. Auch ich möchte Sie recht herzlich zu unserer virtuellen Präsentation unserer Schule begrüßen. Ich bin Tanja Oppolzer, die didaktische Leiterin der Grund- und Oberschule in Bispingen. Ja, in der folgenden Präsentation werden wir über den Bildungsauftrag sprechen, über die Leistungsanforderungen und die Arbeitsweisen der weiterführenden Schulen sowie die Abschlüsse und die Berechtigung. Darüber hinaus erläutern wir das Verfahren der Vorbereitung des Übergangs auf die weiterführende Schule. Und schließlich sprechen wir auch über die Möglichkeiten eines späteren Schullaufbahnwechsels. In den Grundzügen kennen Sie wahrscheinlich alle das niedersächsische Schulsystem. Die Grundschule ist der Bereich, in dem Sie, Ihre Kinder, sich jetzt gerade befinden, in der vierten Klasse, in der Übergangsphase zu den weiterführenden Schulen. Und wie Sie sehen, gibt es davon eine ganze Menge. Die Förderschule gibt es ja eigentlich nicht mehr als eigenständige Schulform. Wir sind alle inklusive Schulen und deswegen sind Förderschüler in der Regel auch auf allgemeinbildenden Schulen. Und da sind zum Beispiel die Hauptschule und die Realschule, die Oberschule, das Gymnasium und die Gesamtschule. Die Hauptschule endet nach Jahrgang 9 oder nach Jahrgang 10. Die anderen Schulformen enden alle grundsätzlich erstmal nach Jahrgang 10 und daran schließen sich dann weitere Möglichkeiten an. Es gibt die Möglichkeit, auf die berufsbildende Schule zu wechseln, entweder in Vollzeit oder im Rahmen einer Berufsausbildung. Man kann auch eine gymnasiale Oberstufe besuchen an einer allgemeinbildenden Schule, an einem allgemeinbildenden Gymnasium oder eben auch an einem Fachgymnasium an der Berufsschule. Oder es gibt auch noch die Möglichkeit des Abendgymnasiums und Kollegs. Ja, kommen wir zu der Arbeit in der Hauptschule. Die Hauptschule erfüllt den im § 2 des Niedersächsischen Schulgesetzes festgelegten Bildungsauftrag. Sie vermittelt eine grundlegende Allgemeinbildung und eine individuelle Berufsorientierung. Sie zielt auf die sichere Beherrschung der Grundfertigkeiten im Schreiben, Lesen und Rechnen und auf die Teamfähigkeit und die Übernahme von Verantwortung. Die Hauptschule zielt weiter auf die Bildung einer Gesamtpersönlichkeit der Schülerinnen und Schüler. Die Realschule. Die Realschule vermittelt eine erweiterte Allgemeinbildung und eine allgemeine Berufsorientierung. Sie befähigt die Schülerinnen und Schüler, Lernprozesse selbstständig zu vollziehen. Und sie ermöglicht das Erlernen einer zweiten Fremdsprache. In den Jahrgängen 9 und 10 bietet sie eine individuelle Schwerpunktsetzung an in Form von Profilen, zum Beispiel Französisch, Wirtschaft, Technik oder Gesundheit und Soziales. Die Arbeit an der Oberschule. Die Oberschule vermittelt eine grundlegende und eine erweiterte Allgemeinbildung und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Neigungen eine individuelle Schwerpunktbildung. Sie stärkt die Grundfertigkeiten und befähigt die Schülerinnen und Schüler, Lernprozesse selbstständig zu vollziehen. Sie ermöglicht auch das Erlernen einer zweiten Fremdsprache und fördert das soziale Lernen. Sie bietet in den Jahrgängen 9 und 10 eine individuelle Schwerpunktsetzung in Form von Profilen. Das sind zum Beispiel Französisch, Wirtschaft, Technik, Gesundheit und Soziales. Das Gymnasium. Das Gymnasium vermittelt eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht den Schülerinnen und Schülern eine allgemeine Studierfähigkeit. Es befähigt die Schülerinnen und Schüler zum selbstständigen Lernen und wissenschaftsvorbereitenden Arbeiten. Ab der 6. Klasse muss eine zweite Pflichtfremdsprache belegt werden,
und weitere Fremdsprachen sind später im Wahlbereich auch möglich. In der Qualifizierungsphase wird das fächerübergreifende, vernetzte und selbstständige Denken und Lernen durch eine persönliche Schwerpunktsetzung der Schülerinnen und Schüler gefördert. Der Schulabschluss am Gymnasium ist das Abitur. Kommen wir nun zum Verfahren der Vorbereitung des Übergangs auf die weiterführende Schule. Es finden zwei Beratungsgespräche zur Information über die individuelle Lernentwicklung und zur Wahl der weiterführenden Schulform statt. Eine Schulformempfehlung wird ausgesprochen, wenn dies die Eltern wünschen. Grundlagen für die Beratungsgespräche sind der Leistungsstand des Kindes, die Lernentwicklung während der Grundschulzeit, das Sozial- und das Arbeitsverhalten und Erkenntnisse aus den Gesprächen mit den Erziehungsberechtigten. Die Entscheidung über die Wahl der weiterführenden Schulen obliegt den Eltern. So, ganz konkret sieht das Verfahren der Vorbereitung des Übergangs auf die weiterführende Schule in diesem besonderen Jahr so aus. Im Februar 2021 findet das erste Beratungsgespräch im Hinblick auf die Wahl der weiterführenden Schulen unter Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler statt. Nach den Osterferien kommt das zweite Beratungsgespräch, wenn es denn gewünscht ist. Alle weiterführenden Schulen möchten gerne Schnuppertage anbieten, aber wir wissen nicht, wie die Infektionslage zu dem Zeitpunkt sein wird. Auf unserer gemeinsamen Dienstbesprechung haben wir verschiedene Termine ins Auge gefasst, aber wir müssen dann sehen, ob wir die realisieren können. Also, falls möglich, wird es auch Schnuppertage geben. Und vom 26. bis zum 28. Mai 2021 sind die Anmeldetermine der weiterführenden Schulen in Munster und in Bispingen. Wir stimmen uns immer auf gemeinsame Termine ab. Man meldet sich dann mit dem Halbjahreszeugnis an. So, wir hoffen, dass wir Ihnen einen guten Überblick verschaffen konnten über das Übergangsverfahren von der Grundschule zu den weiterführenden Schulen und über die weiterführenden Schulen allgemein. Im nächsten Video werden wir Ihnen die Oberschule in Bispingen vorstellen und Ihnen zeigen, was wir so alles können.